Australien-Krokodile. Autor seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor im Kakadu-Nationalpark gedreht. Das Australien-Krokodil, Crocodylus johnsoni, ist eine Art der echten Krokodile, Crocodylidae. Es handelt sich dabei um die Süßwasserkrokodile Nordaustraliens, die den Salzwasser- oder Leistenkrokodilen, Crocodylus porosus, gegenübergestellt werden. Das Australien-Krokodil gehört zu den kleineren Krokodilen und erreicht eine Länge von maximal 3 Metern. Es hat eine auffällig schmale, spitze Schnauze. Die Färbung ist braun, wobei der Bauch sehr hell ist und über große Bauchschilder verfügt. Der Rücken und der Schwanz sind mit schwarzen Streifen gezeichnet. Der Lebensraum umfasst das gesamte Süßwassergebiet des McKinley River im Northern Territory in Australien. Auch in Teilen von Queensland und Westaustralien ist es zu finden. Das Australien-Krokodil lebt vor allem von Fischen, Krebstieren und Insekten, erbeutet jedoch auch regelmäßig Amphibien, andere Reptilien, Wasservögel oder kleine Säugetiere. Zur Fortpflanzungszeit wird ein Grubennest an exponierten Stellen gegraben. Dies erfolgt ausschließlich in der Trockenzeit, wenn die Krokodile nur in tiefen Pfützen leben. Die Verluste unter den Eiern und Jungtieren im ersten Jahr betragen etwa 95% und sind somit extrem hoch.